Hallo zusammen, Michi ist wieder Tilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar heute gibt es wieder so ein kleines Video, wo ich Ehrenabzeichen ausgeben will. Mittlerweile ist es jetzt das vierte. Ich habe ja einmal 2000 Ehrenabzeichen rausgehauen, dann 1000, nochmal 1000 und jetzt wahrscheinlich die letzten 1000. Werden es überhaupt 1000 sein? Brauche ich nochmal 1000? Ich weiß es nicht ganz sicher. Vom Gefühl würde ich sagen, wir müssten mit unter 1000 Marken hinkommen. Aber wir werden sehen. Ich habe jetzt im Gegensatz zu den anderen Videos mal ein bisschen draus gelernt und mir gleich schon mal hier Data for Azeroth einmal aufgemacht. Moment, habe ich jetzt hier das aktuellste? Ich habe es mir nämlich zweimal aufgemacht. Da haben wir es. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Nein, das ist nicht das aktuelle. Das hier ist das aktuelle. Okay. Und da müssen wir uns jetzt zwei Sachen merken, sowohl die Appearance als auch die Rezepte. Ne? Das lasse ich jetzt einfach mal offen und dann gucken wir am Ende, wie viel wir plus gemacht haben. Also Appearance waren wir bei 42.986 und Rezepte bei 6.726. Warum gucke ich die Rezepte auch an? Es gibt auch einige Rezepte über Ehrenabzeichen. Das werden wir uns aber dann gleich noch anschauen, hätte ich gesagt. So viel dazu. Dann würde ich sagen, schauen wir einmal so ein bisschen rein in das All the Things Add-on. Und hier haben wir einmal den PvP-Tab. Und da gucken wir jetzt mal, was wir uns noch kaufen müssen. Also die Cataclysm-Dinger hatte ich ja das letzte Mal erklärt. Ne? Da komme ich leider nicht dran an die Teile. Aus Gründen, weil ich da mit den Twinks blöderweise RBG spielen muss. Das werde ich irgendwann mal machen, aber noch nicht jetzt. Also sprich, die können wir uns nicht kaufen. Hier die Mist of Pandaria-Dinger. Ich habe alles probiert. Die Baggen rum, also die Umhänge kriege ich beim Händler nicht. Wahrscheinlich, ne, kann man die nur noch über Nalak bekommen. Ich vermute es mal. Wahrscheinlich muss ich das ein oder andere Mal noch Nalak umklopfen, um diese paar Umhänge noch zu kriegen. Das sind insgesamt hier 8 und da einen, also 9. Dann Warlords of Draenor hatten wir uns ja das vorletzte Mal gekauft. Und da haben wir ja gesehen, die grünen Umhänge, die kriegen wir auch nicht beim Händler, die kriegen wir über das, über das Gladi-Gebäude in der Garnison. Da muss ich auch mal noch ein bisschen gucken, Gladi-Gebäude mit ein paar Twinks bauen und dann gucken, ob wir an die Umhänge rankommen. Dann in Legion sind ja ein paar Sachen liegen geblieben. Ihr seht, das ist alles hier Ledergear. Das hatte ich ja mal erklärt gehabt, dass ich das blöderweise dann nicht mehr mit dem Main lernen konnte, ja. Weil ich das Token zu früh geholt habe und Blizzard damals nur quasi einmal das T-Mog gegeben hat und nicht jede ID. Das haben sie dann später geändert, aber wenn du es einmal früh gelernt hast, und das habe ich blöderweise gemacht, dann hast du die Arschkarte gezogen. Heißt, bis Blizzard das vielleicht mal fixt, wenn sie das überhaupt auf dem Zettel haben, das zu fixen, werde ich an die Sachen hier leider nicht rankommen, weil ich da zu früh dran war und das mir halt sofort geholt habe. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Also das müssen wir leider im Moment auch abschreiben. Sind blöderweise 49 Items. Das schmerzt natürlich. Dann in BFA waren auch noch zwei Sachen offen. Da ist es ähnlich mit dem Ledergear. Da konnte ich das auch nicht mehr kriegen. Das ist hier ein Kopf. Und es ist aber eine Waffe, die nur auf Hordenseite bekommbar ist. Und ich glaube, an die müsste ich noch rankommen. Ja? Und da werden wir jetzt gucken. Und da sind wir das letzte Mal auch stehen geblieben. Also das letzte Mal hatten wir ja die Legion-Sachen gekauft und die BFA-Sachen. Und dann hatten wir Cut gemacht und was jetzt noch fehlt, ist quasi die Waffe hier, das zum einen. Und dann gibt es ja noch jede Menge Sachen aus dem Classic Content, der ist jetzt halt hier nicht oben dran, sondern der ist unten dran bei Schlachtfelder. Zum Beispiel aus, hier aus der Kriegshelmenschlucht gibt es alle möglichen Items, also das sind einige. Und dann aus Arati, aus Alterac, 1000 Winter gibt es auch einiges Zeug. Und ja. Dann, was haben wir hier noch? Weltding, okay, das sind nur Quests, also das ist uninteressant. Und was dann noch dazu kommt, sind einige Rezepte, die es auch über Ehrenabzeichen gibt und die wollen wir uns auch angucken. So, was habe ich jetzt noch über? Ich habe ja das letzte Mal schon gemeint, wahrscheinlich ein bisschen overcapped. Ich habe jetzt noch 3000 Ehrenabzeichen über, wir werden heute mal 1000 raushauen und mal gucken, ob wir die brauchen und ja, wahrscheinlich werde ich gut overgecapped haben. Als erstes würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir hier aus BFA diese Waffe noch kriegen und dann gehen wir mal diese Classic, Classic BG-Dinger durch und kaufen uns da mal das Zeug und am Schluss, wenn wir da noch Marken über haben, dann können wir uns den Rezepten noch ein wenig annehmen, hätte ich gesagt. Jetzt muss ich mal gucken, Grimaxt war glaube ich der Char, der, bei dem ich das mal geguckt habe, da loggen wir jetzt mal einmal hin auf Eredar, haben wir den und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, also einmal auf dem Hordenschau umgelockt. Wir befinden uns jetzt einmal hier in Zuldazar und hier unten haben wir den PvP-Händler, ne? Der ist auf der Karte schön markiert.
Und jetzt gucke ich mal, ob wir hier das Zeug kaufen können. Und zwar, ihr seht, die sind jetzt alle bereits bekannt, ne? Da wird mir sogar noch ein Ding fehlen, aber ich glaube, ich kann das nicht nochmal lernen. Aber hier steht jetzt nur 94% dran und ein Teil fehlt noch. Jetzt muss ich zwar für einen Teil nochmal 80 Marken ausgeben, aber wir haben ja geguckt, ne? Ich habe ja eh einen Haufen. Jetzt habe ich für ein einziges T-Mog 80 Marken ausgegeben. Aber ich sag euch, das war's wert. Haben wir es zumindest. Und jetzt probieren wir, es wird 100%ig nicht funktionieren, das Token hier zu kaufen. Was? Es hat einfach funktioniert? Okay. Okay. Okay, ich bin überrascht. Interessant. Ich konnte es halt einfach lernen. Ja, nice. Habe ich jetzt nur die die Horden-Variante gekriegt oder die Ali-Variante? Moment, da war, glaube ich, noch eins offen, ne? Interessant. Das wundert mich jetzt gerade, dass das funktioniert hat. Ja, gut. Haben wir halt auch noch das Token gekauft. Das ist ja sehr nice. Jetzt könnte ich mit dem Char auch noch probieren, nach, quasi nach Legion zu gehen und mir da auch die Teile zu kaufen. Vielleicht klappt es ja genauso, weil auf der Ali-Seite, im letzten Video habt ihr es gesehen, konnte ich es nicht nochmal lernen. Da hat es nicht funktioniert. Hier ging das jetzt irgendwie. Jetzt schauen wir nochmal rein. Seht ihr, BFA ist komplett raus, ne? Das ist doch sehr schön. Okay, konnten wir zumindest den Bug hier entbuggen. Jetzt porte ich mich mal auf Verdacht nach Legion. Und dann würde ich sagen, schauen wir da mal bei dem Händler, ob wir das Zeug bekommen können. So, Dala. Also, ich bin jetzt bei den Händlern hier in Legion Dalaran. Und hier haben wir ja auch einige Items, ihr seht. Die haben wir 100%. Da fehlen noch Items, da fehlt noch was und hier auch. Das letzte Mal mit dem Ali-Char hat es nicht funktioniert, ne? Ich probiere das jetzt einfach hier mit dem Horden-Char aus. Aber ich mal gucken. Nee. Seht ihr das? Hier klappt es nicht. Das ist doch... Also Blizzard-Logik muss man mal verstehen. Ne? Jetzt im BFA konnte ich das Teil lernen, obwohl ich bereits bekannt hatte. Hier kann ich sie nicht lernen. Ne? Ich habe die Sammlung schon, obwohl mir das Addon sagt, dass da noch was fehlt. Naja, so viel dazu. Müssen wir sie wieder weghauen. Schade, ein Versuch war es zumindest wert. Wir haben jetzt durch das BFA-Zeug 92 Marken ausgegeben. Und ich würde sagen, als nächstes... holen wir uns mal die ganzen Sachen von den Schlachtfeld-Dinger und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, nachdem ich ein bisschen mich verflogen habe, bin ich jetzt hier angekommen beim ersten Händler und zwar sind wir jetzt beim Kriegshymnen-Clan. Ich habe gedacht, komm, schnapp mal gleich den Horden-Char, mach das mit dem Horden-Dude, weil von Ogrimmar fliegt sie schneller. Ich dachte erst hier, ne, dass der Händler im Eschental sein muss, bin auf die Koordinaten geflogen, die mir All the Things anzeigt, aber nein, der ist nicht im Eschental, der ist einfach hier im nördlichen Brachland. Nichtsdestotrotz, wir haben ihn und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal kräftig shoppen. Ich hoffe jetzt einfach mal, ne, dass die Teile sinken zwischen Allianz und Horde. Ich weiß es aber nicht. Das werden wir uns jetzt mal beobachten. Bei beiden fehlen mir 44 Items. Es gibt hier einige Umhänge. Die kaufen wir uns jetzt alle als erstes Mal. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir ein paar Ringe, ein paar Hälse, die brauchen wir nicht. Okay, die sind egal. Dann können wir ein paar Stäbe kaufen, auch insgesamt 5 Stück. Dann, was haben wir noch so? Die kosten immer 3 Marken, ne? Dann einen Wappenrock, den habe ich anscheinend schon. Dann haben wir ein paar Handgelenke. Und dann haben wir noch 2 Hosen. Ja? Das sind jetzt aber nur die Ledersachen. Und wenn wir jetzt gucken, sag mir, ist das jetzt wirklich so, dass die unterschiedliche Sachen haben? Dann muss ich aber doch ein paar mehr Marken raushauen. Leute, hatte ich nicht mir einen T-Mog-Makro gemacht? War da nicht was? Ich hatte mir doch... War das das hier? Muss mal gucken. Jetzt schauen wir mal ganz schnell, ob das das war. Ah ja. Ja, ja, das war das Makro mit dem Pop-Ups irgendwas Button da. Da muss ich das nicht mehr alles klicken. Das ist doch wesentlich angenehmer. Okay, wir haben es einmal alles angezogen. Jetzt schauen wir mal, ob das raus ist. Ah, nein, es zählt. Ihr seht, sowohl bei der Allianz als auch bei der Hordenfraktion sind die Sachen runtergegangen. Perfekt. Okay, das können wir jetzt alles raushauen. Und dann schauen wir mal jetzt nochmal durch. Aber das sieht gut aus. Das haben wir alles. Und die anderen Sachen, die jetzt hier noch fehlen, das sind jetzt halt Stoffsachen, ne? Kette, Platte und dann halt Waffen, die ich mit dem jetzt halt nicht holen kann. Hier haben wir Schwerter. Dolche sind dabei, die könnte ich mit dem tatsächlich schon holen. Und
Bögen. Heißt, wenn ihr Sachen holen wollt, die euch hier nicht angezeigt werden, einfach auf alle Klassen stellen und dann müsste jetzt alles drin sein. Auch die Schwerter und die Dolche. Die sind halt als Rogue-Dolch markiert, deswegen wird der mir nicht angezeigt, ne? Aber wenn man da umschaltet, dann kriegt man es trotzdem. Okay, dann lernen wir die noch einmal. Und dann können wir weiter. Dann würde ich sagen, klappe ich jetzt mit dem Lederchar hier erstmal alle Händler ab. Und zwar müssen wir jetzt noch nach Altarak und wir müssen einmal da noch nach Arrati. Sodala, ich bin beim nächsten Händler. Wir sind einmal hier im Altarak-Tal. Und da oben haben wir jetzt den Händler. Und der verkauft uns auch noch und hoffentlich ein paar Sachen. Nein, das ist irgendwie, glaube ich, der falsche Händler. Jetzt muss ich mal gucken. Hier, Altarak-Tal, Frostwolf-Clan, Zwerg? Ah, ne, das hier ist der Händler. Hier, der sollte... Was soll denn für ein Schild? Ein Dolch? Stoff, Kette, Platte. Okay, anscheinend war ich da schon mal mit dem Lederchar. Aber wenn wir alles anzeigen, dann können wir zumindest den Dolch kaufen, oder? Das müsste ja gehen. Hier, 3 Abzeichen kostet der Dolch. Also ich will jetzt nicht sagen, jetzt bin ich hier fast ein bisschen, umsonst hergeflogen, aber... Ja, übrigens, ich habe vorhin, falls ihr das in der Aufnahme gesehen habt, mein Gear mit dem Char hier verkauft. Mir wurde es im Stream gesagt, dass ich es vertickt habe und ich habe es mir zurückgekauft, ne? Also keine Angst. Wobei das halt eh nur ein Low-Twink, ne? Und da ist jetzt nicht so wild. Gut, okay. Aber hier muss ich dann mit dem Kettenstoff-Char noch hinfliegen und dann mache ich das einfach mit dem Warrior, dann kann ich das Schild auch noch holen. So, jetzt fliegen wir mal weiter zum nächsten. Und zwar müssen wir noch einmal nach Arrati und da müsste ein bisschen mehr sein. Okay, da ist irgendwie bei den Inviten sind 65 Sachen und beim Bund von Arathor nur 62. Ich vermute mal, dass das Quests sind. Jetzt schauen wir bloß mal hier, ob ich da überhaupt noch Leder... Doch, da habe ich nur Lederstuff offen. Okay, jetzt gucke ich bloß mal, ob das hier... Schau, seht ihr mal, da sind noch irgendwelche Quests. Da braucht man einen Ruf bei denen. Okay, da müsste ich vielleicht mit meinem Char hin, der den Ruf hat. Warte mal, war das nicht sogar hier der Ruf-Char? Jetzt muss ich mal nochmal gucken, dass ich nichts... Ah, ja, ich glaube, mit dem habe ich sogar... Ja, seht ihr, da habe ich den Weiten, Frostwolf-Clan und den Krüxhymnen-Clan den Ruf hochgebastelt. Dann kann ich diese Quests auch noch gleich abhaken. Okay, beim Krüxhymnen-Clan, da waren ja keine Quests mehr. Altarak ist auch nichts an Quests. Okay, das passt. 1000 Winter ist ja egal. Das Komische ist, warum gibt es bei der Allianz drei Händler und bei der Horde irgendwie nur zwei? Das ist irgendwie auch komisch. Na gut, das werden wir halt schon rausfinden, an was das genau liegt. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich hier die Zone umschalten muss oder nicht. Ich glaube, das werden wir jetzt mal schnell rausfinden und dann switche ich wieder rein. So wie es aussieht, muss ich es nicht umschalten. Also ich bin noch im neuen Arrati und ich habe hier trotzdem den Questgeber für die Quests. Und irgendwo muss auch hier der Händler rumstehen, den werden wir hoffentlich gleich finden. Jetzt ist die Sache mit den Quests, ne? Ich habe hier 3 Stück. Ich vermute, wenn ich eine abgebe, dann kann ich die anderen nicht mehr machen. Ja, aber sie sind alle raus. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich 3... Ah, seht ihr, ich krieg alle 3 Quests als Completed, das ist sehr schön. Ich dachte, das ist jetzt so eine Entscheidungssache und ich brauche da 3 Chars, um alle Quests fürs Older Things zu kriegen. Aber, das hat funktioniert. Hier haben wir einen Händler, aber das ist der falsche. Tja, jetzt ist die Frage. Ah, okay. Gut, ich habe nichts gesagt, der stand einfach 2 Meter weiter drüben. Gut, so viel dazu. Machen wir ein Makro wieder an hier. Die Sachen hier alle zu holen. Also hier sind es ein paar Gürtel, sogar einige Gürtel. Warum es hier so viele gibt. Aber wahrscheinlich waren die früher unterschiedliches Item-Level, oder? Ja, sie sind jetzt sogar noch unterschiedliches Item-Level. Dann haben wir ein paar Schuhe. Und ein Umhang haben wir noch. Dann Schultern. Nochmal eine Schulter. Ein Wappenrock, den haben wir schon. Der hätte nämlich 10 Abzeichen gekostet. Okay. Gut. Dann schalten wir jetzt hier mal um auf alle. Und gucken mal, ob wir noch irgendwelche Waffen kaufen können. Vielleicht solche Dolche oder so. Das schalte, dann müsste da mehr Zeug dabei sein. Oder auch nicht. Okay, also manchmal klappt es, manchmal nicht. Achso, die Dinger müssen wir noch einmal lernen.
und dann verkaufen. Und diesmal tun wir vielleicht nicht unbedingt mein Main Gear weghauen, ne? Im Optimalfall. So, das war in der Quest drin. Gibt es noch ein bisschen Verbände. Auch nicht schlecht. So, jetzt ziehen wir das Gear hier wieder an. Und dann können wir den Rest verkaufen. Gut. Da muss ich mal noch gucken, was wir jetzt brauchen. Also, ein bisschen über 150 Marken haben wir jetzt schon einmal rausgepfeffert. Und jetzt haben wir eine Rüstungsklasse, ne? 1000 Winter ist jetzt quasi noch offen. Sonst... Ach, hier gibt es gar keine Waffen mehr, ne? Also ich habe anscheinend schon alle Waffen. Und das müsste jetzt auch wieder das gleiche wie der andere Händler sein, oder? Ja, okay. Das hat gepasst. Gut, dann können wir als nächstes noch mal nach 1000 Winter gucken. Und da müssen wir dann mal schauen. Also hier gibt es Rezepte en masse. Seht ihr, Juve? Kann man sich hier einiges holen. Dann gibt es hier für alle möglichen Rüstungsklassen Gear. Wie es aussieht. Oh, das... nein, das sagt bitte nicht, dass das auf einzelne Klassen beschränkt ist. Hier seht ihr Paladin, Jäger, Schamane, Priester, Mage, Hexenmeister. Das ist nur Schamane. Ah, okay, da muss ich mit ein paar mehr Chars antanzen, so wie das aussieht. So wie das aussieht. Okay, da ist auch ein bisschen Druid-Zeug dabei. Okay, das ist schon mal interessant. Hier ist noch mehr Gear-Gedönse. Und hier haben wir noch mehr Juve-Zeug. Also mit meinem Juve-Char muss ich da auf jeden Fall auch mal vorbeigucken. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, auf. So, dala, wir sind einmal in 1000 Winter. Und soweit ich das jetzt sehe, kann ich hier die Sachen nur kaufen, wenn man 1000 Winter hat. Gott sei Dank bin ich auf dem Horden-Char, ne? Wir haben 1000 Winter. Und jetzt können wir mal gucken, was wir hier uns alles kaufen können. Also, ein paar Teile habe ich hier schon vom Leder. Da habe ich das anscheinend schon mal mit dem Main gekauft. Aber ein bisschen was ist noch offen. Hier sind es zwei Helme. Und dann kann man sich hier tatsächlich auch die PvP-Erbstücke holen. Okay, die habe ich natürlich auch schon. Viel mehr ist da tatsächlich nicht. Und von dem anderen Händler haben wir auch noch ein paar Ledersachen. Und wir haben bei dem, soweit ich schon ein bisschen vorgeguckt habe, halt, warte mal, wir können das Makro wieder anschmeißen, dass wir nicht alles einzeln klicken müssen, können wir uns tatsächlich auch noch Sockel kaufen. Gut, die brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht, die sind ziemlicher Mist. Boah, fürs Timewalker-Gear wären die gut gewesen, ne, merke ich gerade. Ja gut, egal. Und hier gibt es halt diese Juve-Rezepte, ne. Und da muss ich dann später mit meinem Juve-Char vielleicht nochmal hineiern. Jetzt ist halt die Geschichte, mein Juve-Char ist Ali. Und wenn es blöd läuft, dann ja, kriege ich das Zeug gar nicht. Oder muss irgendwie warten, bis wir mal 1000 Winter einnehmen. Also das muss ich dann aber mal schauen, wie wir das machen. Ne? Also das wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen vertrackster. Gut, das haben wir alles eingetütet. Dann lasse ich mal meinen Char hier stehen, falls ich irgendwo was vergessen haben sollte. Und schicke das Ganze mal weiter, hätte ich gesagt. Und dann nehmen wir den nächsten. Dann machen wir jetzt einfach einen Plattenchar als nächstes, hätte ich gesagt. Achso, ich kann während dem Ding. Dann mache ich das jetzt weiter mit Hordenchars. Mit dem bin ich nämlich einen Ticken schneller tatsächlich. Sowohl an Warsong dran, als auch an Arati und Dingsterbumster hier AV, ne? Da ist die Horde ein bisschen im Vorteil. So, wir haben jetzt ausgegeben knappe 170 Marken. 166 haben wir rausgehauen. Jetzt geben wir das weiter. Na, vielleicht kriegen wir die 1000 doch weg, ne? Dann logge ich mal um hier. So, lala. Ich bin auf meinem Worry angekommen und habe die Marken auch schon. Und jetzt werden wir hier ein bisschen shoppen gehen. Da können wir nämlich jetzt uns alle Waffen einmal kaufen. Und das Plattengear müsste da eigentlich auch gehen. Ach so, warte mal. Mein Makro brauche ich wieder, sonst geht natürlich nichts. Hier. Das hier. So, okay. Das lernen wir erstmal alles. Oh, das ist aber wenig. Bei Leder jetzt irgendwie wesentlich mehr, ne? So, dann schalten wir jetzt hier mal um. Was vergessen? Also Stäbe. Ah, guck mal. Die Bögen, die wurden nicht angezeigt. Weil normalerweise brauchst du das Worry jetzt keinen Bogen mehr, aber tragen kannst du ihn. Das haben wir auch alles. Dann sind hier noch ein paar Handgelenke. Und Hosen von den anderen Rüstungsklassen. Stoff kann ich nicht. Okay. Dann müssten wir eigentlich alles haben. Weil bei dem wäre es jetzt nicht schlimm, wenn ich mein Gear verkaufe, ne? Weil der hat eh nur irgendwann Mist an. Mit dem lerne ich auch so mal irgendwelche T-Mox-Sachen. I
dem Level 60 ist das Zeug, ne? Das ist halt auch nicht mehr Maximallevel. Da ist es dann nicht so wild. Gut, das haben wir jetzt mal alles weg. 801 Marken haben wir noch. Und dann schauen wir mal, ob wir alles eingetütet haben. Und dann würde ich sagen, fliege ich schon mal weiter. So, dala, jetzt sind wir wieder in hier, ne, beim Händler von AV. Und da können wir uns jetzt den Plattengürtel holen. Und einmal das Schild hatten wir gesagt. Beiden Sachen brauchen wir. Sonst, was war da jetzt noch drin? Da war noch ein Stoffgürtel und ich glaube ein Kettengürtel, ne? Wenn mich jetzt nicht alles irrt. Legen wir wieder an. Machen wir das mal kurz zu. Arati. Ne, ist nicht Arati, das ist AV. Aber noch eine Quest. Was ist das für eine Quest? Die ich brauche auf der Allianz noch eine Quest anscheinend. Auf der Hordenseite habe ich die anscheinend fertig. Interessant. Interessant. Da muss ich mal noch gucken, dass ich die Quests eventuell noch mache. Genau, Stoff und Kettengürtel. Perfekt. So, dann einmal sind wir hier im Arati. Und dort hatten wir auch noch ein bisschen was. Hier, Platte, Platte, Platte. Hier gab es, glaube ich, keine Waffen, ne? Hatte ich ja vorhin nachgeguckt. Epische Schulter. Dann müssten wir bei dem auch soweit. Halt, warte mal, wir lernen das jetzt noch einmal. Echt so aufpassen, ne, dass ich mein normales Skin nicht weghau. Passiert so schnell. Da an. Und dann können wir den ganzen Rest hier verkaufen. So, Dollar. Okay, jetzt gucken wir mal rein. Haben wir alles? Arati. Entweiten. Das ist Stoffzeug. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Kettenzeug. Halt, aber da sind Plattenschuhe. Habe ich die Plattenschuhe vergessen? Das nicht. Die Entweiten. Eigentlich müssten die Schuhe auch raus sein. Ach. Klasse Paladin. Oh no. Ach, hier muss ich auch mit allen möglichen hin. Ach nein. Ja, das ist blöd. Schau mal, die Stoffsachen, die kann ich alle mit einem holen. Priester, Magier, Hexenmeister, ne? Aber hier ist halt Jäger, Schamane. Das kann ich auch mit einem holen, aber irgendwie das eine ist nur Paladin. Wahrscheinlich, weil das Int drauf hat, ne? Das ist das, das wird das Problem sein. Ja gut, dann einmal raus hier aus dem Laden. Gut, sind wir wieder in 1000 Winter angelangt. Gucken wir mal, was wir hier noch so Schickes haben. Oh ja, da eine Brust. Dann einen Helm haben wir da noch, einen Gürtel, Schuhe. Das ist alles nichts, das sind die Rezepte. Und hier haben wir... Habe ich schon alles, tatsächlich. Okay. Oder wenn ich jetzt hier umschalte... Nee, das wird dann auch nicht mehr angezeigt, ne? Ah, schau mal, hier wird noch ein Umhang angezeigt. Schauen wir an. Okay. Beweise kriegst du da dann nicht mehr, ne? Bei den anderen Händlern konnte man teilweise sich alles anzeigen lassen. Hier leider nicht. Okay, aber das waren jetzt zumindest nur mal ein paar Items. So. Weg. Und dann kann ich eigentlich meine Marken weiterschicken. Jetzt schaue ich bloß noch, bevor wir hier abhauen, einmal kurz rein. 1000 Winter, Verkäufer. Hier noch irgendwas vergessen habe. Nee, aber das scheint alles Kettenzeug zu sein. Nee, das... Halt, da war doch gerade irgendwie Platte, oder? Ah, guck mal an. Ah, auch Paladin. Okay. Gut, okay, dann schicken wir das mal weiter. So, Dala, ich bin jetzt auf meinem Magier hier angekommen. Ach, ich muss noch meine Marken aus der Post nehmen, merke ich gerade. 780 haben wir noch über. Ich habe das jetzt mal auf dem Char-Modus umgestaltet. Dann sehe ich nämlich beim Händler, ob ich alle Items gekauft habe mit dem Char. Das ist wahrscheinlich ein bisschen cleverer tatsächlich, als dann jedes Mal nochmal zu gucken, weil ich habe dann wenig Bock, nochmal zurückzufliegen tatsächlich. So. Achso, ich wollte mein Makro wieder in die Leiste ziehen. Genau, das hier. Dann muss ich nämlich nicht fünfmal drücken. So, okay. Der hat hier tatsächlich nur vier Items für mich. Dann bin ich ja hier beim Magier und habe hoffentlich das Undercity-Portal und kann das ein bisschen beschleunigen hier. Silbermond, Unterstadt. Ah, seht ihr, war doch eine clevere Sache, das mit dem Magier zu machen. Und mal checken, ja, der ist definitiv auf 100%, da muss ich dann nur mit dem Kettenschar hin. Dann muss ich noch mein AV-Item abholen. Und zwar, das müsste jetzt nur ein Teil sein, ein Stoffgürtel.
Gucken wir mal. Stoff 100%. Perfekt. Achso, das habe ich... Muss ich das gar nicht anlegen? Ah ja, doch. Okay, ich wollte gerade sagen. Da war gar nicht die Sanduhr dran. Hier habe ich noch ein paar andere Sachen, so anderen T-Mock, den ich mal gelernt habe. Das kann ich erst weghauen, das ist eh schlechter. Gut, dann sind wir wieder im Aratit angekommen. Und dann gucken wir mal. Hier die paar Stoffgürtel noch. Achso, mein Makro habe ich nicht rausgezogen, ne? Merke ich gerade. So, jetzt aber. Ich bin ja klickfaul, wisst ihr? Dann geht das hier auch alles ein bisschen zügiger. So, die Gürtel haben wir. Schulter haben wir. Sagt da 100, perfekt. Also das Makro ist echt Gold wert, ne? Wenn du viel T-Mock kaufst. Das ist echt Gold wert. So, okay. Dann haben wir den ganzen Krempel wieder weg. Und dann, weil ich ja ein schöner Magier bin, kann ich mich einmal ins Nord und Dalaran hoffentlich noch porten. Hier, Nord und Dalaran. Perfekt. So, Dala, dann sind wir hier wieder in 1000 Winter. Ich habe jetzt noch ein paar Minuten, 27 Minuten. Okay, müssen wir uns ein bisschen schicken, dass wir noch alle Chars hier durchbringen. Hier können wir uns auch nochmal ein paar Sachen holen. Jetzt weiß ich nicht, ob das, weil das PvP-Gear ist, könnte das tatsächlich sein, dass das Char-spezifisch ist oder beziehungsweise klassenspezifisch, so rum. Ich hoffe, dass ich dann hier nicht mit allen Klassen her muss, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Gut, das haben wir auch alles. Jetzt zeigen beide 100% an. Lernen wir es noch. Und dann muss ich jetzt noch einen Kettenchar einmal durchprügeln und danach werden wir halt sehen, ne, wo ich noch hin muss. Also ein Paladin hatten wir ja vorhin gesehen, brauche ich dann auf jeden Fall noch und ja, dann schauen wir mal weiter. So, ich bin jetzt bei meinem Hunter angelangt. Das ist mein Kettenchar und da müssen wir uns einmal die Marken noch aus dem Briefkasten rausnehmen. Und jetzt müssten wir eigentlich hier die restlichen Sachen von dem Händler hier kriegen. Jetzt gucken wir mal. Ah, halt, stopp. Wir haben ja mein wunderbarstes Makro. Einmal hier in die Leiste. Okay. Also, das haben wir. Das haben wir. Jetzt müssten wir damit eigentlich bei dem Händler fertig sein. Das werden wir jetzt dann gleich mal checken, ob das klappt. Muss ich doch wieder den Modus umschalten. So, das hier haben wir vielleicht jetzt mal... Halt, bevor ich jetzt alles weghaue, schauen wir mal, ob es im Item-Level passt. Ja, okay, das können wir alles verkaufen. Das ist irgendein Rotz. Die Marken will ich nicht verkaufen. Die können wir vielleicht dann doch noch gebrauchen. Tatsächlich. So, und jetzt schalten wir all the things wieder um auf den Account-Modus. Und dann gucken wir mal, ob das klappt. Sudala, ich hatte ein bisschen Probleme beim Refreshen, ne? Aber ich habe jetzt den Account-Modus wieder reingemacht und ihr seht, Warsong ist rausgeflogen. Jetzt kaufe ich mir hier den Gürtel noch. Das müsste das letzte kaufbare Item hier im AV tatsächlich sein. Und jetzt schauen wir einmal rein. Jetzt ist bei AV nur noch eine Ali-Quest drin und dieses Netpeggle-Handbuch für Extremangler. Das braucht, glaube ich, der Pala für die Artefaktwaffe, für so ein Skin, ne? Also das ist jetzt beides, was ich mir so holen kann. Also AV ist damit auch abgehakt. Jetzt sind es halt im Arati noch einige Items und ihr seht, da kann ich mir einiges mit dem Kettenchar kaufen. Hier wird aber noch auch was anderes drin sein, oder? Genau, hier sind dann noch Paladin. Das ist alles Shami. Ja, gut, also ich muss halt nur mit dem Paladin noch hin. Das geht ja. Und jetzt gucken wir mal, hier ist es genauso. Questtechnisch ist ja nichts mehr drin. Okay, und 1000 Winter, wie sieht's da aus? Gut, da muss ich mit meinem Juvichar einmal vorbeischauen. Hier muss ich einmal mit dem Pala hin. Jäger, das ist Schamane. Schamane, Jäger, Paladin. Okay, gut. Das Ding ist, mein Shami ist glücklicherweise auch mein Juvichar, aber auf Ali-Seite, ne? Heißt, eventuell mache ich es so, dass ich mit dem Hunter jetzt nur noch das Arati-Zeug hole und dann werde ich mit dem Pala einmal die Runde drehen, mir den Stuff hier holen und wenn wir das haben, dann gucke ich mal mit meinem Ali-Shami, wo ich auch Juve habe, dass ich mir die Rezepte hole. Dann kann ich nämlich die kompletten Rezepte und das Zeug holen, weil alles, was man mit dem
Xiaomi kaufen kann. Also im Xiaomi kann ich die Only-Xiaomi-Sachen kaufen und die Xiaomi-Hunter-Sachen. Das liegt wahrscheinlich dran, weil es hier Sachen mit also Kettensachen mit Int und mit Beweglichkeit gibt. Ne? Das ist wahrscheinlich der Split ist. Wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, nur mit einem Parler hinzulaufen, hätte ich mir eine Schar sparen können. Aber gut, das weiß ich halt erst jetzt und hätte vorher gucken können, beziehungsweise ihr wisst es und macht vielleicht den Fehler nicht wie ich und fliegt dann einmal weniger die Runde. Heißt nicht mit dem Worry das machen, sondern halt mit dem Dings das machen, ne? Mit dem Pala und die Platten, die Kettensachen mit dem Xiaomi. Dann hat man das deutlich einfacher. So, das haben wir alles gekauft. Jetzt legen wir das mal an. War jetzt dumm, ich dachte mich, Switch ist gleich wieder, aber ich habe ja noch 10 Gürtel, ne? Ja gut, das war jetzt vielleicht eine Nullnummer. Okay. Halt, ich habe irgendeins verkauft, was ich nicht gelernt hatte. Okay, da muss ich jetzt nochmal gucken. Habt ihr den Sound gehört? Ah, das hatte ich anscheinend nicht gelernt gehabt, ne? Gut, dass das Add-on hier den Sound hat. Okay. Gut, was haben wir jetzt noch? Jetzt werden nur noch die Parler-Sachen angezeigt hier. Winter. Arati. Genau, das sind jetzt nur noch die Parler-Sachen. Dann hätte ich doch gesagt, schicken wir das Ding jetzt zu meinem Parler. Dann machen wir Arati, müssen wir jetzt mit dem Parler abkloppen. Und 1000 Winter. Und dann kann ich eigentlich die Marken weiter zum Xiaomi schicken. Und dann müssen wir halt irgendwie schauen, dass ich einen 1000 Winter bekomme, was die Allianz halt eingenommen hat. Gut, senden wir das mal weiter. Loggen hier um. So, da dann sind wir mit dem Parler auch wieder hier am Arati-Spot dran. Halt, stopp, ich habe mein Makro vergessen. Makro, den Hammer können wir da rausnehmen. Und dann müsste ich eigentlich jetzt hier mir den Rest kaufen können. Da seht ihr, jetzt kann ich die Int-Variante noch von dem Gürtel holen und von den Schuhen. Das andere kannst du mit dem Krieger und Parler holen, ne? Man sollte immer mit der Int-Klasse hingehen, dann kann man alles holen. Theoretisch hätte ich nur 4 Chars gebraucht. Wäre ich immer mit der Int-Variante das Ganze abgeklappert. Naja, gut, so ist das halt jetzt. So, dann lernen wir die jetzt noch. Haben wir alle. Dann ziehen wir das nochmal um. Halt, ne, das ist irgendwas anderes. Das ist sogar schlechter. Als. Eigentlich egal, was der Char anhat, wenn ich ehrlich bin. Alles weg, halt, das können wir vielleicht doch nochmal ändern. So, jetzt gucken wir mal, ob das beim Händler gut aussieht. Nee, da fehlen noch 2 Gürtel. Wait, schau mal da unten. Die habe ich übersehen. Ah, seht ihr, immer mal wieder einen Blick drauf werfen. Nicht, dass man dann zweimal fliegen darf. Okay, und jetzt gucken wir mal rein. PvP, Schlachtfelder. Ding ist jetzt auch raus, ne? Also, Arati, da müssen wir jetzt auch nicht mehr hin. Jetzt haben wir nur noch hier AV, das waren hier die Quests und das Buch. Und 1000 Winter muss ich dann noch. Okay, dann gehen wir jetzt mal als nächstes hin. Gut, dann sind wir in 1000 Winter. Dann hauen wir mal die Marken hier noch raus. Ach, Makro aktivieren. Den bräuchte ich jetzt, glaube ich, noch das Zeug vom Xiaomi dann auch. Schauen wir mal hier drüber. Das andere sind jetzt lauter Xiaomi-Sachen, so wie es ausguckt. Und hier müssen wir auch nochmal gucken. Da haben wir noch ein paar der Item. War jetzt nur ein Parler-Teil, ne? Sonst kann ich hier nichts holen. Genau. Also, jetzt haben wir nur noch Items, nur noch Ketten-Items, theoretisch hier bei dem Händler. Gut. Und halt die Juwel-Sachen. Jetzt gehe ich mal auf meinem Xiaomi und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo eine Instanz... Achso, warte mal, lernen müssen wir das noch, ne? Hier halt, stopp. Das wäre jetzt fast schlecht gewesen. Dann gucken wir mal, ob ich irgendwo noch eine 1000-Winter-Instanz erwische, ne? Wo die Allianz das Ding hat. Wird wahrscheinlich schwierig, aber wir können es schaffen. Also, was haben wir noch? 699 Marken haben wir noch. Okay, aber ich habe ja noch einiges an Berufszeug offen. Sprich, da wird noch ein bisschen was zu kaufen sein, tatsächlich. Gut, dann habe ich meinen Magtai, heißt der Char, auf Lothar. Der kriegt die restlichen Marken und dann swappen wir mal weiter. Sodala, ich bin jetzt einmal auf meinem Xiaomi gelockt und hier hatte ich noch 2 Marken, also die müssen wir da halt abziehen,
699 habe ich rübergeschickt. Ich habe extra den Warmode angemacht, weil ich dachte, oh, ich kann Trick 17 anwenden. Wenn wir quasi 1000 Winter nicht haben, ne, dann kann ich quasi einfach den Warmode ausmachen und schauen, ob wir es in einem anderen Phasing haben. Aber gleich Glück gehabt, direkt eingeloggt und 1000 Winter ist unser. Jetzt ziehe ich einmal mein TMOG-Makro hier wieder in die Leiste rein. Und dann schauen wir mal, ob wir uns den kompletten Rest hier kaufen können. Also hier, das hier. Noch ein Teil. Die Rezepte kaufen wir jetzt noch nicht gleich, weil ich will erst wissen, wie viel wir für TMOG ausgehauen haben. Und danach kaufen wir uns ein bisschen das Rezeptzeug, hätte ich gesagt. Gut. Jetzt werden hier nur noch Rezepte aufgezeigt. Jetzt lernen wir das einmal. Hauen das Zeug weg und dann schauen wir mal, was so der Endstand ist und ob ich soweit alles auch geholt habe. Ne? Nicht, dass uns da noch irgendwo was fehlt und ich nochmal hinflattern muss. Okay, das können wir, glaube ich, alles verticken, oder? Jupp, sieht gut aus. Weg mit dem ganzen Mist. So, Dolla. Gut, achso, ich habe das Ding noch nicht aufgemacht. Jetzt wird sich wahrscheinlich das Spiel wieder halb verabschieden. Und dann können wir mal in den Rezepten gucken. Also ich brauche nicht nur von hier Rezepte, sondern ich brauche auch Rezepte noch aus anderen Quellen, die man über Ehrenabzeichen kriegt. Aber da werden wir dann gleich mal schauen. Also jetzt gucken wir erstmal rein. PvP, Schlachtfelder, 1000 Winter. Und dort haben wir jetzt nur noch die Rezepte. Warum das bei der Allianz irgendwie zwei Händler sind, aber das sind wahrscheinlich dieselben, oder? Ja, das sind dieselben. Da gibt es anscheinend bei der Allianz einfach noch einen Händler mehr, ne? Gut, dann... Wir haben jetzt noch 679 Marken und dann würde ich sagen, holen wir uns mal die Rezepte. Die sind relativ günstig hier. Tatsächlich kosten eine Marke pro, also das ist durchaus machbar, würde ich mal behaupten. So, und das sind alles Juve-Rezepte aus Nordend. Und dann gibt es halt noch einiges an, einiges an Rezepten, die man in BFA, glaube ich, braucht. Und da müsste es beim Juve auch was geben. Ich meine... Stab oder irgendwas konntest du bauen. Aber da müssen wir nochmal gucken, was das genau ist. Ich muss dann auf jeden Fall auf meinen Schneider-Char auch noch gehen. Und ich glaube Inji und... Ich glaube Inschriftenkunde, weiß ich jetzt gar nicht, ob der noch was hatte. Ich glaube der VZ konnte noch einen Zauberstab oder irgendwie was herstellen. Also da muss ich dann mal schauen. So, letztes Rezept. Damit ist 1000 Winter auch raus. Hier sind jetzt nur noch die Kisten drin, die kann ich nicht holen. Und da haben wir dann nur noch das andere Zeug. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir als nächstes einmal für die Berufe, ne? Und da gehen wir jetzt mal nach BFA, hätte ich gesagt. So, jetzt sind wir wieder in BFA angekommen und zwar beim PvP-Händler. Und hier gibt es nämlich auch einige Rezepte und die werden wir uns jetzt mal schnabulieren. Das Problem ist, da verkauft er halt einfach mal alles und ich muss so ein bisschen raussuchen, wo die richtigen sind. Also ich brauche von dem hier Juve-Rezepte. Da haben wir einen Haufen Schmiedekunst. Das Gute ist, die Schmiedekunst-Sachen habe ich schon alle. Das habe ich mit dem Main schon gemacht. Und hier bräuchten wir Juwelenschleifen zum einen. Und dann muss ich auf dem anderen Char mit Schneider gucken. Ah, schon mal, hier haben wir schon mal ein Ding. Dann erfordert voriger Rang. Das ist schon Leder wieder, okay. Also ich glaube, Juve gab es da relativ wenig Inschriftenkunde. Das Juve ist hier nur eins, aber es gibt da verschiedene Händler. Und zwar einmal hier für die erste Season war das meine hier. Und für die zweite auch. Ne, für die... doch, für die ersten beiden war das, glaube ich, hier. Und dann war das für die dritte in Nasjata. Ich habe das Portal, glaube ich, frei... Ich hoffe jetzt, dass ich das Portal freigequestet habe. Ich meine schon, ich habe ja die Berufe auch geskillt. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich habe nämlich den einen oder anderen Char, wo ich das auch nicht freigequestet habe. Und da ist es dann ein bisschen ätzend. Da muss man ja die komplette Startquest machen. Das ist dann nicht so nice. So, und die anderen müssten bei dem anderen PvP-Händler sein. Und zwar hier in Nasjata bei dem Kollegen war das, glaube ich. Gucken wir mal, wo wir hier Schmiedekunst haben wir da. Das brauche ich alles nicht. Nein. Ah, hier haben wir ein Ding. Genau, das brauchen wir. Das ist auch wieder der vorige Rang. Waren das nicht mehr Items? Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine,
Das waren mehr. Das haben wir gelernt. Das sind nämlich hier diese Waffen, ne? Ah, seht ihr? Da war doch noch was in Tiergardesund. Da gab es nämlich, glaube ich, verschiedene Händler. Ja, das habe ich, glaube ich, ein bisschen verkackt. Ich habe jetzt quasi das hier gelernt, ne? Season 1 ist das. Das müsste Season 3 sein. Dann müsste Season 2 und Season 4 ist, glaube ich, auch noch bei dem PvP-Händler. Da muss ich jetzt mal hingucken. Lars Gustav ist das. Die sind beide beim Lars. Oder das war vielleicht auch weiter hinten, ne? Die haben da, glaube ich, alle möglichen Sachen auf die Händler da gepackt. Ja gut, na, da weiß ich es zumindest für die nächsten Berufe. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Moment, also, nochmal zurück. Kriegen wir nochmal rüber. Und dann gucken wir mal. Da waren, glaube ich, auch mehrere Händler drin gestanden. Oder der Händler, wo ich war, dass es ganz hinten ist. Das kann natürlich auch sein. Aber ich meine, da an der Wand war doch nochmal irgendwo einer hier. Ah, schau mal, der ist auch für Berufe da. Gut. Fahren wir mal durch. Holy moly, hat der viele Rezepte. Ah, schau mal, da haben wir eins, aber da muss noch was sein. Das ist der Lars Gustav. Muss aber noch eins haben, ne? Vielleicht ist es noch ein anderer. Gucken wir mal, was da noch fehlt. Hier. Das Ding kannst du auch noch kaufen. Auch vom Lars Gustav. Was kann ich für euch tun? Wahrscheinlich wird das nicht richtig angezeigt als fehlend. Ne? Jetzt muss ich da einzeln durchgucken. Also das ist alles Schmiedekunst. Schmiedekunst, Schmiedekunst, Schmiedekunst. Schmiedekunst für Z. Inji. Ah, okay. Ich hab's einfach überblättert. Aber der hat auch so viele Seiten. Muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ne? Dann müssten wir jetzt alles haben. Ja gut, der hat einige Rezepte. Der hat einige Rezepte, der Kollege. Gut, dann schauen wir nochmal rein. Dann müsste es gut ausschauen. Hier brauche ich auch noch Rangsachen, aber da muss ich Sturmwacht hoch basteln im Ruf. Da bin ich gerade noch dran mit dem Char, aber das wird noch ein bisschen dauern. Das soll aber jetzt nicht Teil des Videos hier sein. Gut, jetzt haben wir noch 643. Dann hätte ich gesagt, schicke ich das jetzt mal zu meinem Stoffchar weiter. Also zu meinem Schneider. Das ist nicht der Char, der mir Stoff besorgt, sondern das ist mein Schneider-Char. Da können wir nämlich auch noch mal ein bisschen was holen. So, da la. Ja, da kommen wir aber, denke ich mal, gut hin mit den 1000 Marken. Sollte kein Stress sein. So, da la. Ich bin einmal auf den Hexer umgeswappt. Und hier haben wir jetzt unsere Marken. Ich habe jetzt auch mal den Account-Modus ausgemacht. Dann sehe ich nämlich hier so ein bisschen besser, was ich an Rezepten brauche. Und wenn ich jetzt hier über den Typen drüber fahre... Ah, das war der falsche, der hier. Der hat jetzt hier einige Schneider- und VZ-Rezepte. Und da werden wir uns jetzt mal schon mal die ersten kaufen, hätte ich gesagt. Also das wollte ich mir nicht holen. Hier haben wir eins von Verzauberer. Das ist wahrscheinlich dann der höhere Rang. Genau. Und dann müssen wir mal noch gucken, wo die Stoffsachen sind. Ne, das ist Inji. Lederverarbeitung. Stoff scheint hinten zu sein. Ah, hier geht's mit Stoff los. Na komm. Da hole ich mir mein Makro wieder rein. Haben wir noch... Hängt ein bisschen, kann das sein? Ah, schau mal, die sind alle hinten. Gut, das brauchen wir noch, das brauchen wir noch. Jetzt lerne ich sie gleich mal, ob wir dann alle haben. Irgendwie hängt das gerade so ein bisschen. Aber die kosten dann schon nochmal einige Marken, ne? Habt ihr gesehen? Ich habe mir damals auf dem zweiten Account aber blöderweise alle möglichen Dinger hier geholt, um die Sachen craften zu können. Hab da mal auch ein bisschen Gold mitgemacht. Und da war das auch relativ teuer. Da habe ich, glaube ich, für alle Berufe 1000 Marken rausgehauen. Also für Lederer, Schmied, Inji, Juve, VZ und ne, hier Schneider. Da kannst du nämlich alle möglichen Gearteile bauen. Und da war das schon verdammt teuer tatsächlich. So, das hier noch. 3. Müssten wir alle haben, oder? Also, ersten Händler haben wir abgehakt. Dann haben wir hier den nächsten. Aber der hat sogar noch mehr Rezepte, wie ihr seht. Noch mehr Rezepte. So, da können wir hier ein bisschen durchdingsen. Ah, schau mal, da haben wir schon mal VZ. Bei uns. Anderes. Dann haben wir hier ein bisschen Schneider-Stuff. Es ist, keine
keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal so hängt, ne? Vorher hat es jetzt auch halbwegs flüssig funktioniert. Ist halt immer ein Rang 2 und ein Rang 3, was ich hier brauche. Und dann habe ich halt diese Sterne raus aus dem Schneidermenü, ne? Und das sind dann halt auch immer noch Items plus für All the Things, beziehungsweise auch für Data for Azeroth. Halt, da haben wir das VZ-Ding. Ich weiß nicht, warum die hier rot angezeigt werden. Ich habe VZ auch auf Max geskillt, also das verstehe ich jetzt irgendwie auch nicht so ganz. Aber gut. Teilweise ist es ein bisschen komisch. Und dann müssen wir mit dem natürlich auch noch mal nach Nasjatar rüberflattern. Da gibt es dann halt auch noch mal wahrscheinlich ähnliche Charge an Items. Beim VZ und Schneider ist es tatsächlich jetzt hier am meisten. Beim Inji dürfte ich nur ein paar haben tatsächlich. Und beim Juve, Juve hatten wir schon. Was ist dann noch? Ich weiß nicht, ich glaube Inschriften konnte auch irgend so ein Item herstellen, meine ich. Aber da bin ich mir jetzt nicht... Konnte ein Inji nicht irgend... Ein Inji, ein Inschrifter konnte irgendeinen Stab oder irgendwas, glaube ich, bauen. Irgendwie so war das. Irgendwas konnte der auch craften. Oder war das, oder waren das damals die Schildhände? Das ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen näher, ne? Eine Expansion gerade mal. Ich kann mich schon nicht mehr genau erinnern, was ich da so verkauft habe. Naja. Deswegen habe ich auch am Anfang übrigens gezeigt mit den Berufen, ne? Wie viele Rezepte wir haben, weil ich mir schon dachte, wir haben wir einige holen können. Das sind zwar keine originären neuen Rezepte an sich, aber die zählen halt auch als eins mehr. Ah, schau mal, da habe ich anscheinend... Ah, nee, da muss ich hier wahrscheinlich den vorherigen Rang noch lernen, dass das geht. Ah, genau, okay. Ja, da geht doch dann einiges voran an der Rezeptefront. Meinen, wenn ich alle Rezepte habe, dann würde ich soweit nichts mehr mit Ehrenabzeichen brauchen, aber dann sollte das heute noch nicht zu Ende sein, denn ich habe noch einen kleinen Schmankerl fürs Ende aufgehoben und da werden wir dann uns noch ein paar andere Sachen angucken. Aber dann kommen wir dahin, wenn es soweit ist. So, jetzt gucken wir erstmal den Händler, wie es bei dem aussieht. Ja, der ist auf 100 und der andere ist auch auf 100. Wunderbar. Jetzt gehen wir einmal nach Nasjatar noch. Dem habe ich sicher auch das Portal freigeschalten. Da war ich nämlich erst letztens. Und habe ein paar Dailies gemacht, denn ich brauche blöderweise bei den Ankuanern den Ruf auf, glaube ich, respektvoll. Um mir halt auch noch Rang 3 von bestimmten Rezepten zu holen. Ne? Also da ist auch noch was offen. Oh, irgendwo hier mittendrin. Glutorden brauche ich da noch und Arbeitsaufträge. Da war auch, glaube ich, irgendwo Ankuana dabei bei den ganzen Dingern. Oder war es beim VZ? Also für einen Beruf brauche ich das auf jeden Fall noch, den Ruf hier. Ich hoffe, glaube ich zumindest, ne? Nicht, dass ich es umsonst gefarmt habe. So, dann haben wir hier nochmal zwei VZ-Dinger. VZ ist, glaube ich, bloß eine Schildhand oder so, was du da craften konntest. Oder noch welche? Zack, zack. Ah, da gehen wir auf jeden Fall unter die 500 Marken. Vorringrang. Okay, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander mit den Rezepten, aber das werden wir gleich sehen, ob wir alle haben. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Rezepte zählen tatsächlich im Data for Azeroth, aber ich glaube, die zählen mehr als T-Mog. Also wenn, dann haben sie irgendwie 3 gezählt oder sogar 10, ne? Muss ich mal gucken, dann dürfte mich das eigentlich ganz ordentlich pushen, wenn ich die jetzt alle lerne. Gut, jetzt gucken wir mal. Der hat auch 100. Dann haben wir jetzt noch Inji offen. Da schicken wir das mal als nächstes hin, hätte ich gesagt. Und dann muss ich mal gucken. Dann eventuell noch Inschriftenkunde, ne? Die brauchen wir dann eventuell auch noch. Gut. Oh, ich weiß aber nicht, ob ich mit meinem Char hier das freigeschalten habe. Das muss ich jetzt mal gucken, weil mit dem war ich da, glaube ich, noch nicht... Ah, gut, naja. Obwohl, doch, ich habe den Beruf geskillt, ne? Da müsste das eigentlich schon haben. Ja, wir werden es gleich sehen.
So, Inji Cha ist am Start. Jetzt gucken wir hier mal nach ein paar Rezepten. Das sind nicht so viele, wie ihr seht. Warte, warum sind da noch Schneider-Items drin? Wait, sag bitte nicht, dass ich doch ein paar Schneider-Items vergessen habe zu holen. Seht ihr, da wird jetzt hier Schmiedekunst und Schneider. Aber Schmiedekunst habe ich definitiv alle. Wird, glaube ich, falsch angezeigt, kann das sein? Das sind alles Inji-Items, ne? Wollte gerade sagen, also jetzt war ich kurz verwirrt. Ich hab mir doch alle geholt. War mir relativ sicher. Ah. Da sind bloß die falschen Symbole dran, ne? Das ist das Problem. Es gab zwei Inji-Items. Es gab, glaube ich, eine Schusswaffe konntest du bauen. Und so eine Dings konntest du noch bauen. So ein Kolben, ne? Gut, jetzt gucken wir mal, wie viele Marken haben wir noch? Wir haben jetzt noch 457. Gut, zwei Händler habe ich jetzt noch vor mir. Und dann muss ich halt nochmal schauen, wie es mit Inschriftenkunde aussieht, ne? Ob man da noch was holen kann. Halt, das ist der falsche. Ich denke mir immer, ne? Hier kannst du ein Ehrenabzeichen kaufen für 600 Gold. Aber nein, dem ist nicht so. Trinket. Wait. Hä? Hier muss es doch Dinger geben. Bin ich jetzt komisch? Oh Mann, kann das sein, dass... Weil ich bin mir nicht sicher, habe ich Ding schon hochgeskillt komplett? Nee, ich habe hier Inji, habe ich noch nicht ganz fertig geskillt, ne? Das könnte jetzt blöd rauslaufen, dass ich die Dinger noch nicht holen kann. Aber hier steht überall 1er Skill dran. Weil hier war kein Erz mehr im Auktionshaus und dann konnte ich es nicht fertig skillen. Wait. Wenn das jetzt blöd läuft, dann habe ich die Sachen vielleicht noch nicht. Also, warte mal. Das sind hier Geräte. Brillen, die brauche ich auch nicht. Waffen. Ah, guck mal. Auf Nasjatar gibt es die erst ab 170er Skill. Und was habe ich? 144. Das ist natürlich blöd. Und dafür braucht man 145. Ah ja, ich brauche noch einen Skill. Okay, das schiebe ich mal kurz ein. So, Dala, jetzt haben wir über 2 Stunden später. Ich habe jetzt gemerkt, ich muss ja hier Inji hochskillen, ne? Und dann habe ich gesehen, ja gut, mit was skill ich das hoch? Ich brauche halt Expulsum. Jetzt habe ich hier mit meinem Schneider insgesamt, ich glaube, 15.000 Stoff gekauft. Alles, was auf Lothar im Auktionshaus war. Habe dieses ganze Zeug zu diesen Handgelenken umverarbeitet und habe Expulsum geschaffelt, so wie man es im BFA gemacht hat. Hat jetzt irgendwie nur 2 Stunden gedauert, sogar länger als 2 Stunden. Und ich habe, meine ich, fast ein bisschen viele gecraftet. Ich habe hier immer noch einiges, das sind immer 20er oder 12er Stacks, da sind immer noch einige drin. Ich glaube aber, ich müsste jetzt genug haben. Und jetzt kann ich mit der anderen Flinte, die wir vorhin uns hochgebastelt haben, die hier. Oder warte mal, das war das, glaube ich. Na gut, das kostet beides hier, das ist günstiger. Kann ich quasi die Teile hier bauen und hochskillen, ne? Ich bin ja mit dem Skill 145 und ich hoffe... Oh nein, das ist jetzt gelb geworden. Oh nein. Wenn das jetzt nicht jedes Mal einen Skillpunkt bringt, dann... Na, es wird grün! Oh boy. Ja gut, also ich versuche das mal hochzuskillen und dann schauen wir mal, ob mein Expulsum reicht. Ich hoffe mal, das reicht. Ah, schaut mal an. Ich habe jetzt hier in Nasjatar mit Skill 145 noch 2 Dinger gekriegt. Dann kann ich vielleicht die noch craften. Dann hauen wir vielleicht auch noch die Marken hier raus. Mal schauen, ob wir das dann direkt holen können. Ah, da brauchst du 150, dann kann ich die upgraden. Okay. Gut. Jetzt muss ich mal schauen. Jetzt kann ich die mal noch ein bisschen herstellen. Ich hoffe, dass die jetzt rot sind. Ah, da brauche ich aber ein anderes Erz für. Seht ihr das? Na super, da haben wir das falsche Erz für gekauft. Die haben wir jetzt erstmal rausgehauen. Was brauche ich denn da? Da brauche ich 3 Expulsum. Das wäre sogar günstiger. Da brauche ich einen Amboss für. Vielleicht stelle ich noch ein paar von denen her. Tatsächlich. Und dann kaufe ich mir das andere Zeug. Noch ein bisschen Gold habe ich ja noch.
Ja, nee, das ist grün. Das bringt keine Skillpunkte mehr. Sodala. Ich habe jetzt nochmal mit den einen Teilen auf 150 geskillt. Jetzt müsste ich zumindest hier die einen Dinger kaufen können. Ah, seht ihr? Da muss man aber 165 für sein. Das kaufen wir jetzt uns aber trotzdem schon mal. Das müssen nämlich zwei Stück sein, genau. Hat zumindest die schon mal gekauft. Und dann habe ich gesehen, dass ich wahrscheinlich gar nicht so viel Expulsum hätte gebraucht. Denn mit Skill 150 kann man hier diese Wurmloch-Dinger bauen. Ne? Also ich glaube, ich habe das jetzt alles ein bisschen umsonst gemacht. Mit denen können wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen hochskillen. Und dann brauchen wir gar nicht so viel Expulsum. Beziehungsweise da bräuchte ich halt Osmonit-Erz. Muss ich mal schauen, ne? Vielleicht brauchen wir es doch noch. Wir werden sehen. Kann ich die Dinger verkaufen? Ja, die kann ich sogar verkaufen. Dann sollte ich vielleicht mal beide herstellen. Und dann gucken wir mal. Also ich muss auf Skill, glaube ich, 170 kommen. Dann kann ich nämlich die anderen Teile auch noch holen, ne? Die kann ich ab 165 einmal lernen. Ja, aber seht ihr, jetzt kriege ich hier auch wieder keinen Skill. Gut, also ich melde mich dann wieder, wenn ich ein bisschen hochgeskillt habe. So, jetzt habe ich mal den einmal hochgeskillt, ne? Auf Max-Skillung, auf 175. Und jetzt kann ich auch die anderen Rezepte hier holen. Und dann müssten wir es eigentlich haben. Das kann man holen und das hier. Mittlerweile haben wir auch nicht mehr sonderlich viele Marken. Ja gut, 433 haben wir jetzt noch. Und dann gucken wir gleich mal den Inji durch, ob ich alles habe. Und wenn ich dann alle Berufe hier mit den Marken habe, dann gibt es am Schluss noch ein kleines Extra-Goodie. So, jetzt schauen wir bloß hier einmal durch, ob das die Sachen sind, die ich brauche. Warte mal, hier fehlt jetzt auch noch was, ne? Aber das sind andere Sachen. Das gibt es von der 7. Legion und das hier auch von der 7. Legion. Genau, das sind alles andere Gedönse. Dann müssten wir jetzt beim Inji eigentlich alles eingetütet haben, für Marken zumindest. Schauen wir mal. Da sagt er, dass ich noch zwei Sachen brauche. Aber das sind irgendwelche Techniken. Das ist, glaube ich, für einen anderen Beruf, ne? Technik, Rezept, Trank der offenen Augen. Ah, da muss ich dann doch noch ein bisschen durchloggen. Jetzt müssen wir mal gucken, was das für Berufe sind. Also Schmiedekunst habe ich alles. Dann, das ist auch noch Schmiedekunst. Schmiedekunst, wahrscheinlich ist das Alchi, kann das sein? Schmiedekunst. Ja, seht ihr, es gibt doch Inschriftenkunde noch was. Okay, dann muss ich da nochmal gucken. Juwe hatten wir vorher geguckt, Lederer hatte ich auch schon. Dann ist es wahrscheinlich zum einen noch Inschriftenkunde und vielleicht ist es noch Alchi. Hier haben wir noch Schneider dabei. Schneider, Schneider. Der Schmiedekunst, ja, das wird wahrscheinlich der Alchi noch sein. Dann gehe ich einmal jetzt auf den Priester. Und ja, ihr seht, ich habe viel zu viel Expulsum geschaffelt. Weiß ich nicht, das packe ich mal auf die Bank. Eventuell kann ich hier nochmal ein paar Items herstellen. Vielleicht kann man das als T-Mog verkaufen, ich weiß es nicht. Habe ich ein bisschen viel geholt, aber gut. Irgendwann werden wir es schon nochmal brauchen können. Und die restlichen Handgelenke, die haue ich vielleicht mal so auf den Kopf. Vielleicht kann ich da auch irgendwie T-Mog draus bauen. Juti, dann schicken wir das einmal zu meinem Inschriftenkunde-Char. Was denn? 433 haben wir noch. So, Dala, ich bin jetzt auf meinem Priester, mein Inschriften-Char, Inschriftenkunde, so rum. Und hier haben wir jetzt auch nochmal zwei Sachen, sehe ich gerade, bei dem hier, die wir lernen können. Dann ist der Händler auch einmal durch, so wie es aussieht. Und bei dem anderen ist irgendwie noch ein paar mehr Sachen, ne? Das ist ein Technikrezept. Aber es ist irgendein Trank. Also ich glaube, du brauchst tatsächlich da einen Alchi, so wie es aussieht. Also da muss ich dann vielleicht nachher auf meinen Alchi auch noch locken. Ich mutmaße jetzt mal ein bisschen, weil die Symbole verwirren mich ehrlich gesagt mehr, als sie mir bringen. Okay, das haben wir noch. Und das hier. Lernen wir das jetzt mal. Und irgendwo muss da tatsächlich dann ein Alchi-Ding sein, ne? Mit offenen Augen. Ja, das kann eigentlich nur ein Alchi-Teil sein. Alles andere wäre komisch, glaube ich. Schauen wir mal, ob wir den da drin finden. Muss ja, wie heißt das? Rezepttrank. Also das heißt nicht Pläne, wie die anderen Dinger.
Bauplan gibt's hier, Pläne. Muster, 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 Muster. Pläne sind das. Muss Rezept heißen, das Teil. Technik, Formel, Muster. Habe ich es? Vorlage, Bauplan. Ich habe es wahrscheinlich überblättert. Ja, also wir gehen dann halt mit dem Aichi-Chan noch hin. Ich vermute, das wird da was sein. Und werden dann einmal gucken, was wir da haben. Dass wir wirklich 100% abgeklappert haben. Jetzt muss ich mit dem noch einmal rüber. Und zwar nach Nasyatar natürlich. Da haben wir dann auch nochmal ein bisschen was. Da müssen wir mal gucken, ob wir bei dem Händler dann auch nochmal einen Aichi-Chan brauchen. Oder ob ich dann bei dem alles schon habe. Und dann werden die Marken doch langsam ein bisschen weniger. Und wie gesagt, ich habe dann noch was Kleines vor am Ende, wo wir dann auch noch ein bisschen was ausgeben können. Und jetzt gucken wir mal. Der hat auch nochmal so ein Gefäß, das müsste die Schildhand sein, ne, die der Dings herstellen kann, genau. Aber dann ist der soweit durch. Gucken wir mal, das lernen wir jetzt noch. Zum Glück habe ich die halt schon geskillt, ne? Also hier muss ich jetzt nicht irgendwas mit Expulsum schaffeln. Gut, da haben wir 100%. Dann sind es jetzt noch 409 Marken. Die schicke ich jetzt einfach mal auf Verdacht meinem Alchi. Und dann gucken wir einfach mal, wie es da aussieht. So, dala, ich bin jetzt auf Magier geswappt. Und ihr seht, Marken haben wir. 409 Stück. Und jetzt gucken wir mal, ob ich mit der Annahme richtig bin. Aber es muss ja eigentlich Trank, ne? Muss ja eigentlich quasi was vom Aichi sein. Alles andere kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber ich finde es nicht, ne? Kommt das jetzt hier noch? Ja. Ach komm, das allererste ist es halt, ne? Und ich, Depp, scroll da 500 Seiten durch. Ja gut, ne? Aber es war tatsächlich ein Trank, den man hier holen konnte. Gut, dann haben wir den auch fertig. Und somit haben wir jetzt noch 403 Marken offen. Ich hatte, glaube ich, zwischendurch nochmal ein paar Marken an sich, die ich so bekommen habe, die noch auf dem Char rumliegen. Ich glaube zwei, also knappe 400 Marken haben wir, über 600 haben wir jetzt etwa ausgegeben. Gut, jetzt würde ich sagen, switchen wir nochmal auf den Main und dann schauen wir mal, wie es overall aussieht, ob wir alles haben für die Marken und dann würde ich sagen, gucken wir noch eine andere Kleinigkeit, die ich am Anfang schon angekündigt hatte. Gut, ich bin wieder zurück auf Main geswappt. Jetzt können wir hier den PvP oder das PvP-Fenster mal durchgucken. Die restlichen Marken haben wir jetzt hier noch drin, die bewahren wir mal auf. Jetzt haben wir quasi über 2000, fast 2500 Marken, die ich zu viel gefarmt habe. Ich müsste nämlich jetzt soweit alles haben über Ehrenabzeichen. Die Berufssachen haben wir. Und jetzt ist halt, ne, das, was ich am Anfang schon erklärt habe, hier mit diesem Cutter-Zeug, was ich halt nur über RBG kriege. Die Sachen im OP, die backen. Die Geschichten in WOD, wo wir die Garnison für brauchen und das Gladiator-Gebäude. In Legion die Teile, die buggen. Ich habe es ja auch nochmal probiert mit dem Horden-Char. Das geht leider nicht, da habe ich nur ein paar Ledersachen drin. Und dann haben wir jetzt die Schlachtfelder gemacht. Unter AV ist jetzt nur noch das Quest-Gedönse drin. Unter Welt habe ich noch Horden-Quests, die ich machen muss. Das hat auch nichts mit Ehrenabzeichen zu tun. Und ich glaube, hier unten unter Belohnungen ist noch die Kiste, wenn man Chars levelt und BGs gewinnt oder auch epische BGs teilweise verliert. Ich habe das auch mal ein bisschen getestet, kriegt man diese Kisten raus und da können halt noch T-Mog-Teile drin sein. Ne? Das muss ich jetzt vielleicht mal mit ein paar Low-Chars noch ein bisschen leveln im BG, dann könnte ich vielleicht die Kisten noch erfarmen. Das Einzige, was man jetzt aktuell noch holen könnte, wäre in Shadowlands tatsächlich das aktuelle Gear, und zwar einmal das Gladiator-Gear und das Elite-Gear. Das Elite-Gear habe ich mir mittlerweile zumindest auf Leder geholt. Ich habe ja jetzt ein bisschen Arena angefangen. Heißt, wir haben jetzt hier, und das Gladiator-Gear, da fehlt mir aber noch was. Das werde ich mir jetzt noch ein bisschen zusammen kaufen. Aber von den anderen Rüstungsklassen habe ich halt so gut wie nichts. Ne? Ich habe mir zwar über Ehre das ganze, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Aspirantengear, genau, das habe ich mir bei allen Rüstungsklassen schon gekauft. Aber ich könnte mir das Gladiator-Gear vielleicht noch bei dem einen oder anderen Char holen. Und das ist das Letzte, was wir heute noch machen wollen.
Und zwar habe ich auf ein paar Twings, mit denen ich nebenbei mal BGs farme, ein bisschen Eroberungspunkte. Den ihr seht auf dem Hunter hier, der kann schön Kettengear anziehen, habe ich 14.000 Eroberungspunkte. Ich würde sagen, das ist relativ viel Eroberungspunkte. Und da werden wir jetzt einfach ein bisschen shoppen gehen und die nur auf den Kopf hauen, hätte ich gesagt. So, ich glaube, wir nehmen einmal alles. Also mit 14.000 müsst ihr eigentlich relativ weit kommen. Ich weiß, die Waffen, die kosten einiges. 1.800. Ich weiß nicht, wo... Oder wir kaufen einfach die Waffen scheiß drauf. Also das dürfte zwar einiges kosten, aber wir müssen trotzdem... warte mal, jetzt kaufen wir als erstes mal hier die ganzen Kettensachen. Ich habe den Sound auf dem Account ausgemacht, merke ich gerade. Aber egal, die holen wir uns jetzt trotzdem alle. Holen wir uns noch, das holen wir uns noch. Da müsste ich auch wieder dieses Makro anmachen, ne? Da muss ich das nicht alles einzeln klicken, aber das habe ich nur auf dem Main-Account und hier nicht auf dem Second-Account, blöderweise. Oder ich kopiere mir... Wisst ihr was? Ich bin eine volle Socke. Ich kopiere mir das Makro rüber. Dann muss ich nicht immer alles einzeln klicken. Dann haben wir das ein bisschen einfacher. So, da, la, okay. Zack, ziehen wir das da rein. Makro aktivieren. Und dann können wir das einfach alles so kaufen. Mist, ich habe schon keine Punkte mehr. Okay, also alles kann ich mir doch nicht kaufen. Dann tun wir die Waffen wieder weg. Die Waffen kosten zu viel. Sonst kann ich mir das Set nicht komplett kaufen. Machen wir das so. So, dann muss ich mit den Waffen halt ein bisschen sparen. Also die Umhänge... die würde ich sagen, lassen wir mal. Ich kaufe mir dann mal ein so ein Ding noch, eine Waffe. Dann kann ich mir noch einen Umhang holen. Machen wir den noch. Das Kettenset müssten wir jetzt aber soweit haben, ne? Jetzt schauen wir mal, hier habe ich alle Dinger. Also ich dachte echt, da ging mehr mit 14.000 Marken, ne? Aber okay, es sind halt immer zwei von jedem, ne? Okay, also das haben wir alles. Das haben wir auch alles. Gut, dann lernen wir das mal. Ich weiß gar nicht, ob das dem Char irgendwas bringt, tatsächlich auch geartechnisch. Wenn ich die jetzt hier lerne, dann checkt es nämlich auch der zweite Account. Vielleicht das ein oder andere Teil, was noch einen Ticken höher ist. Mit dem habe ich halt, wie ihr seht, hauptsächlich im Courtier-Gear, ne? Vielleicht ein bisschen Upgrade könnte es bringen. Bei den meisten Sachen bin ich tatsächlich schon höher. Und dann bringt es mir tatsächlich nichts, weil da habe ich mir auch schon 220er Zeugel geholt, ne? Weiß ich nicht, da wäre halt dann Versa drauf. Ist ganz nett. Und in PvP-Aktivitäten ist es dann vielleicht ein Ticken höher. Gut, dann müsste ich jetzt aber zumindest das Set einmal voll haben. Seht ihr? Das Gladiator-Set von Kette und Aspirant haben wir auch. Und dann würde mir nur Elite fehlen. Jetzt würde ich sagen, ich mal das noch kurz ein bisschen gucken. Ich könnte... Ja, ich lasse das einfach mal. Ich verkaufe das jetzt mal nicht, weil eventuell spiele ich mit dem noch irgendwann PvP und dann skaliert das ja einen Ticken höher zumindest. Ne? Dann kann man es vielleicht noch brauchen. Man weiß ja nicht. Gut. Das haben wir auch. Okay. Dann muss ich mal schauen, ob wir noch einen Ticken was über haben, um irgendwas kaufen zu können. Ne, 180 habe ich noch. Schade, ich hätte mir gerne die zweite Flinte auch noch gekauft, aber nicht so wild. Dann habe ich auch noch auf einem anderen Char ein bisschen was von den Punkten. Und ihr seht, wir haben noch... halt, das ist die Ehre. Hier, ich habe dann noch auf meinem Monk auch nochmal 12.000. Da kann ich mir dann das Ledergear noch kaufen. Gut, auf dem Hexer habe ich noch ein bisschen was, auf dem Druid habe ich noch ein bisschen was. Also ich denke mal, wir können noch die ein oder anderen Punkte ausgeben. Dann würde ich sagen, loggen wir einmal um. So, dala. Ich habe jetzt noch den ein oder anderen Char hier ausgegraben, mit dem ich ein paar Punkte habe. Ich muss jetzt halt ein bisschen durchloggen, weil ich immer mal wieder mit ein paar Punkte zusammengefarmt habe. Jetzt schauen wir mal, ob ich mit dem hier irgendwas Größeres kaufen kann. Ich könnte mit 1400 könnte ich zwei Items kaufen, die 700 Punkte kosten, ne? Zum Beispiel könnte ich mir einmal das hier kaufen. So, das wird gar nichts. Ich könnte nur gucken, dass ich mit dem irgendein Upgrade kriege, ne? Wartet mal, dann mache ich das anders. Dann kaufen wir uns einmal hier den Gürtel. Wäre nämlich sogar ein Upgrade für den Char hier. Und dann kaufen wir uns noch was, irgendwas noch für 700. Ich
dann vielleicht auch nutzen werde. Hier das Tempo-Teil. Was haben wir sonst noch so dabei? Die Handgelenke. Die Hände. Kaufen wir die Schultern. Egal. So, dann haben wir da schon mal zwei Sachen. Dann locke ich mal mit dem aus und gehe auf den nächsten Char. Und dann können wir parallel hier mit dem Monk gucken. Der hat nämlich da extrem viele Punkte. Da können wir uns jetzt einige teure Sachen kaufen. Ich habe sehr viele Leder-Chars. Ich denke mir, ich werde Leder-T-Mog auf jeden Fall fertig kriegen. Ne? Dann würde ich einfach sagen, ich kaufe mir jetzt die ganzen Waffen mit dem. Oder möglichst viele Waffen. Gucken. Okay, da gehen die Punkte halt richtig raus, ne? Mach das hier noch. Hier. Oder kaufe ich mir vielleicht auch die ein oder andere Waffe mit irgendeinem Char, der noch eine Waffe braucht. Das wäre vielleicht auch clever, ne? Wisst ihr was? Ich mach das so, dass ich mit dem Char hier das als letztes kaufe, der so einen Haufen Punkte hat, und dann kaufe ich mir einfach alles, was nur offen ist. Das wäre vielleicht schlauer. Dann kann ich die 220er Waffen bei irgendwelchen Gammelchars nutzen. Das wäre vielleicht cleverer tatsächlich. So, dala, nächster Char am Start. Der hat 1300. Mal gucken, was wir uns da Tolles kaufen können. Nee, das ist ein Ehre. Der hat Eroberungspunkte, der hat 800. Ja, irgendwas kriegen wir da bestimmt Schickes von. Dann kriegt der einfach Hände, oder? Hose können wir uns leider nicht leisten. Ich könnte mir noch einen Umhang leisten, aber das wäre dann eigentlich wasted. Komm, wir kaufen uns Hände. Und zwar kaufen wir uns die, die ich mit dem Main sicher nicht kaufen werde, die mit Crit. So, okay, dann haben wir nochmal ein Item mehr. So, dala, dann haben wir den nächsten Charm Start. Mit dem habe ich auch nochmal ein bisschen was an Punkten. 2600 habe ich mit dem. Der hat aber, wie ich sehe, schon eigentlich alles besser. Der hat auf Court hier ganz gut zugeschlagen. Dann würde ich mit dem irgend so einen Käse kaufen, den ich eh nicht brauche. Zum Beispiel hier so ein Caster-Dolch, oder? Das könnten wir machen. Und dann... Ah, noch ein zweiter Caster-Dolch geht gerade nicht auf, ne? Jetzt hier ein Ding für 850 kauf. Nee, das macht auch keinen Sinn. Jetzt müsste ich irgendwas für 700 kaufen. Ich kaufe mir das hier. Dann habe ich nur 800 irgendwas. Ah, das hört sich doch nach einem Plan an. Machen wir das so. Haben wir noch 20 Punkte über, ne? Perfekt. Jetzt habe ich auch noch ein Caster-Set. Das werde ich wahrscheinlich nie anziehen, aber... Man weiß ja nie. Ich glaube, das kann ich weghauen. Ne? Mit dem werde ich nicht großartig PvP spielen. Also das wird sich nicht rentieren. Hauen wir das weg. Gut, dann loggen wir mal weiter. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich denn jetzt noch ein paar Punkte. Auf meinem Doppel-Dela habe ich noch Punkte. Auf dem Hexer und auf dem DH. Beziehungsweise Worry habe ich auch noch ein bisschen. Dann gehen wir jetzt mal als nächstes zum DH. Da können wir dann nämlich noch ein bisschen Lederzeug gucken. Dann kann ich vielleicht mit meinem Monk die vielen Punkte, wie ihr gesehen habt, ausgeben für die ganzen Waffen. Ne? Dann können wir uns da vielleicht einiges kaufen, weil der Monk kann auch relativ viele Waffen tragen tatsächlich. Hier auf dem zweiten Account habe ich jetzt auch nochmal einen Char. Der hat nicht ganz so viel, der hat 700 Punkte. Aber irgendwas kriege ich da bestimmt für, wie zum Beispiel die Schultern. Die legen die an. Die sind auch wahrscheinlich ein Ticken besser. Ich habe da zwar irgendwas mit Domination Socket, aber egal. Okay. Wobei, habe ich da jetzt gar kein T-Mog von gekriegt? Gut, dann loggen wir mal weiter hier. So, dala, nächster Char, wieder 1000 Punkte am Start. Mal gucken, was ich hier noch sinnig kaufen kann. Vielleicht irgendwie eine Waffe wäre noch gut. Jetzt gibt es hier noch ein paar Köpfe. Und Waffen gibt es halt auch. Vielleicht kaufe ich mir sogar so eine Glewe. Weil die kann ich ja eh nur mit dem Dings kaufen. Komm, das machen wir. Glewe ist gekauft. Einmal rein damit. Das ist dann sogar noch ein bisschen Item-Level-Upgrade. Wunderbar. Was kosten die 900, ne? Das... Ein paar Chars habe ich hier noch. 600 hätte ich hier noch den Worry. Da kann ich einen Umhang oder so vielleicht kaufen. Das wäre eine Angelegenheit. Das machen wir doch. So, haben wir den nächsten DH. Der hat auch nochmal 700 Punkte.
Der könnte halt echt Waffen vertragen, ne? Der hat richtige Scheißgier. Mit Verlaub. Aber, wir haben nur 700 Punkte. Viel können wir uns da nicht holen. Die Schultern haben wir schon. Für die Brust ist es zu teuer. Ich könnte hier die anderen Hände kaufen. Das wäre ein Plan. Das würde ich sagen, machen wir auch. Da sind die 700 Punkte gut angelegt, würde ich mal behaupten. Sind auch ein Ticken besser als die, die ich mir hier holen kann. Und dann können wir eigentlich wieder weiterlocken. Was haben wir jetzt noch so? Wir hätten noch den Telar mit dem Hütchen vorne drauf. Der hat 700 Punkte. Da kriegen wir bestimmt noch einen schicken Umhang für. So, Dala, mein Worry ist auch am Start mit ganzen 600 Punkten. Wir können ein Schild kaufen. Dann machen wir das doch. Es sind sogar zwei Schilde für 600 Punkte, ne? Gut, das haben wir auch. Dann können wir hier auch wieder weiterloggen. So, nächster Druide. 700 Punkte haben wir hier noch. Was kaufen wir uns Schönes? Hatten wir doch schon, ne? Ich muss zwischendrin immer mal Dings updaten. All the things. Sonst checkt es das nicht, wenn ich mit zwei Accounts parallel kaufe und immer hin und her logge. Das haben wir noch nicht für 700 Punkte. Aber sonst hier der Gürtel, ne? Mit Tempo. Jetzt gucken wir mal. Okay, den hatte ich noch nicht. Müsste wahrscheinlich auch besser sein als das, was ich anhab. Halt, nein, wir wollen das nicht verkaufen. So. Wird das doch langsam weniger. Also es sind jetzt noch ein paar Köpfe hier dabei. Waffen habe ich hier oben. Die will ich mir dann mit Monk kaufen. Hier haben wir noch ein paar Teile. Und was vor allem noch offen ist, sind zwei Rücken. Ne? Die kann ich dann mit Chars kaufen, die ganz wenig Punkte, so 500 nur haben. Dann sieht das auf jeden Fall gut aus. Jetzt gucken wir mal, was haben wir hier noch an Chars. Ich habe hier noch zwei Paladine, einen Druid, der ist doch prädestiniert mit den 500 Punkten und einen Worry auf dem Account. Mit dem Worry kann ich mir vielleicht noch eine Waffe kaufen, vielleicht auch das andere Schild. Aber jetzt loggen wir erstmal auf dem einen, der noch wenige Punkte hat. Dann holen wir uns da noch einen Umhang und hier porten wir uns nach Oribos. So, dann habe ich hier noch einen Warlock ausgegraben mit 1200 Punkten. Da können wir uns zwei Stoffsachen kaufen. Und zwar, was kaufen wir uns Schönes? Wir können uns einen Teil für 500 Punkte kaufen und eins für 700, hätte ich gesagt. Machen wir doch mal, was kann der denn unter anderem brauchen? Ne, Handschuhe hat er schon relativ hoch, ne? Einen Gürtel könnte ich dem kaufen. Und dann hat er noch 500 irgendwas und dann kaufen wir einfach noch Handgelenke. Ich habe keine Ahnung, was der Hexer hier an Stats braucht, ist aber auch egal. Die zwei nehmen wir einfach. Ideal, hat er sogar noch ein bisschen mehr Item-Level. Können wir machen. So, Dala, dann haben wir den nächsten Druid. Der hat 575 Punkte und ihr wisst, was ich mir hier kaufen werde. Einmal den Umhang oder die Handgelenke. Komm, ich kaufe mir die Handgelenke, dann kann ich den Umhang. Obwohl. Nee, ich kaufe mir. Die Handgelenke kann ich mir mit. Ich habe so viele Lederchars. Ich kaufe mir lieber den Umhang. Dann kann ich mir mit einem anderen Char noch was anderes kaufen. Mit einem Platten- oder Dings-Char, ne? Muss ich die Umhänge mit denen nicht holen. Gut ist. So, okay. Dann müssen wir mal gucken, wo kann ich jetzt noch weiter loggen. Dann machen wir mal meine zwei Paladine und den Worry hier noch. So, ich habe jetzt hier noch einen DK ausgegraben, der hat auch nochmal 600 Punkte. Und da können wir uns theoretisch auch nochmal so Handgelenke kaufen. Zack, nehmen wir die mit. Also das Plattengear werde ich nicht vollkriegen, ne? Also da müssen wir uns keine Illusionen hingeben. Aber zumindest ein paar Teile kann ich mir kaufen, ne? Beim Ledergear sieht es gut aus, das kriegen wir voll. Das Kettengear haben wir auch voll gekriegt. Also das müsste eigentlich passen. So, dann loggen wir hier weiter. Hier haben wir jetzt noch einmal meinen Monk. Dann machen wir jetzt mit dem Monk als nächstes weiter. So, dann habe ich hier nochmal einen Pala ausgegraben. Der hat noch 900 Punkte. Da können wir uns doch bestimmt noch irgendwas Schickes holen. Was haben wir denn? Da haben wir noch ein Schild. Und das Schild habe ich schon. Schauen aber, warum er das nicht checkt. Ah doch, das hat er gecheckt. Ja gut, ich könnte mir jetzt zum Beispiel den Kopf zum Beispiel kaufen. Ne? Dann hätte ich die Punkte eigentlich gut raus. Wenn ich das... Ach, der hat, ich wollte gerade sagen, der hat noch das Timewalker-Gear an, ne? Deswegen hat er so ein scheiß Item-Level. Ich dachte mir gerade, what the fuck hat der ein Low-Gear? Mit dem habe ich einen Match-Tower gespielt.
Deswegen hat er das Zeug auch noch an. Und ich glaube, mit dem habe ich sogar noch einen Mage Tower offen, ne? Die Heal Mage Tower. Also da müssen wir dann eh noch gucken. So, dann können wir weiter loggen. Ich habe hier noch einen zweiten Parler und einen Worry, mit dem ich noch weitermachen könnte. Und derweil schauen wir einmal jetzt auf den Monk, habe ich nochmal geswappt. Und da haben wir ja noch 12.000 Punkte. Und jetzt können wir mal gucken, was jetzt noch offen ist zum Beispiel. Also ein Ledergear ist jetzt noch eine Brust. Offen Handgelenke. Und ein Umhang. Ich würde aber sagen, dass ich mir mit dem jetzt trotzdem die Waffen erstmal kaufe. Weil ich ja schlichtweg noch gucken kann auf meinem Main. Da habe ich auch noch Punkte, die werde ich jetzt noch nicht gleich ausgeben. So. 600 Punkte haben wir noch. Oh, was kann ich mir sonst noch kaufen? Also für Leder kann ich mir dann nichts mehr kaufen. Das hier könnte ich noch holen, ne? Machen, das sind Handgelenke mit Crit. Dann haben wir jetzt tatsächlich hier alles rausgehauen. Ich weiß nicht, ob irgendwas hier für den ein Upgrade ist. Könnte sein, ne? Der hatte davor eine Zweihandwaffe an, 2.13. Ich glaube, Monk kann auch mit zwei Einhandwaffen spielen, aber ich weiß ehrlich gesagt, obwohl ich glaube, das spielst du als CD, ne? Nicht als Tank tatsächlich. Habe ich jetzt hier irgendeine Zweihand-Dings-Tankwaffe? Hier der Stab, ne? Der wäre wahrscheinlich sogar besser. Dann nehmen wir den Versa-Crit-Stab. Und das restliche Zeug, ich kann es mal lassen, vielleicht spiele ich den irgendwann nochmal DD oder so. Ich glaube, ich muss die Dings-Challenge noch spielen. Gut, dann gucken wir jetzt mal rein. Wie sieht's denn aus mit dem Set? Zwar hier, mir fehlt jetzt immer noch der Kopf. Also den muss ich mir mit irgendeinem Lederchar noch holen. Das werde ich aber wahrscheinlich eh mit meinem Main machen. Aber an Waffen habe ich jetzt schon mal einiges. Schauen wir mal Overall-Waffen rein. Mir fehlt jetzt hier noch ein Schwert. Dann eine Axt fehlt mir noch. Faustwaffe. Das sind noch ein paar Zweihandwaffen, ne? Aber die werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Hier fehlen mir jetzt noch zwei Lederköpfe. Brust fehlt mir bei Leder noch. Sonst ist eigentlich nicht mehr so viel. Jetzt kann ich mal hier gucken. Müssen wir nachher mal schauen, ob ich dann noch irgendwo weiter loggen kann. Aber da habe ich jetzt erstmal nichts mehr. Und jetzt hatten wir ja noch den Worry. Auf den wollte ich nur loggen. So, dalla, dann haben wir hier noch einen Worry mit 1400 Punkten. Und da kriege ich doch bestimmt noch irgendwas Schönes. Ich könnte mir Schildhand holen. Aber das wird nicht ausgehen, oder? Und zwei Sachen für 500, gibt's das? Eine Schild habe ich. Andere. Ich hole mir noch so eine Waffe, ne? Ich hole mir zwei Sachen für 700 Punkte. Ich glaube, das machen wir lieber so. Machen wir den Gürtel. Und die Hände. Gürtel und Hände. Gut, dann habe ich jetzt hier noch einen Char. Mit 700 Punkten. Da kann ich mir noch so ein Teil holen. Dann eigentlich noch was? Ich kann, genau, dann hole ich mit dem anderen die Füße oder so. Dann kriegen wir vielleicht das Worry oder das Plattenset auch noch voll, wenn es gut läuft. So, auf dem zweiten Account habe ich hier noch einen Worry gefunden. Und der hat auch noch mal ein paar Punkte. 1000. Dann könnten wir eventuell hier auch noch mal was kaufen. Könnten wir die Brust holen, ne? Mit dem. Komm, das machen wir doch. Holen wir uns einmal das Brust-Token. Halt, nicht verkaufen, anlegen. Und bei dem hätte ich mir fast lieber die Schultern geholt, ne? Da hat er irgend so ein ganz lowes Teil, aber egal. Hauptsache T-Mock. Gut. Plattengear nimmt langsam auch Gestalt an, tatsächlich. Aber voll kriegen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe mir jetzt hier auch im Add-on mal geguckt. Ups, ich wollte eigentlich Dings anmachen, Alcoholic. Da kann man das auch ein bisschen anzeigen lassen. Aber hier haben wir leider keine Punkte mehr auf dem Account. Aber auf dem anderen haben wir noch eins für Chars, denke ich mal. Wo haben wir es hier? Kann man sich die Punkte anzeigen lassen. Währung. Ich habe extra die Max-Level-Chars hier nur angezeigt. Und da unter Shadowlands. Und dann
sieht man hier die Währung, dann kriege ich es auch auf dem kompletten Account. Das ist dann wesentlich entspannter tatsächlich. So, hier haben wir auch noch einen Parler mit 700 Punkten. Da muss ich jetzt einmal kurz gucken, was wir da noch brauchen könnten. Ich könnte mir die Schultern holen. Also ich schaue jetzt da auch nicht auf die Stats, ne, weil das sind irgendwelche Gammeltwings. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was der Palatank da braucht. Haben wir jetzt einfach irgendwas genommen mit Tempo, dass wir das Set hier vielleicht noch halbwegs vollständig kriegen. Jetzt brauchen wir nur noch Beine und Schuhe. Und ich habe jetzt auch schon mal geguckt. Ein paar Chars habe ich jetzt hier noch. Den Hexer haben wir noch. Den Priester. Einen Shami, einen Magier und einen Rogue. Ne? Leider habe ich mit dem Worry keine Punkte. Also das Plattenset, ne, das kriegen wir leider nicht mehr vollständig. Nicht so schlimm, das habe ich mir fast gedacht. Aber möglichst viele Teile zum Rausquetschen, das ist doch immer noch nicht so verkehrt, würde ich mal sagen. So, dala, dann haben wir den Hexer hier noch. Der hat noch 2.000 Punkte. Da kann ich mir vielleicht noch einen Ticken was vom Stoffgear kaufen. Jetzt muss ich das halbwegs intelligent machen. Also, ja, wenn ich 3 Items für 700 kaufen will, das reicht nicht, ne? Könnte aber wahrscheinlich eins für 500. Warte mal, das müsste ausgehen, oder? Ich eins für... Noch eins für 500? Nee, den Umhang könnte ich mir noch holen, wenn dann, ne? Ich guck mir jetzt mal die Hose. Nee, das sind 400. Okay, das geht nicht aus. Das geht nicht aus. Ich könnte mir 2 für 750 holen. Schuhe und die Hände und dann noch ein günstiges. Ja, und dann den Umhang eventuell noch. Das würde funktionieren. Ja, dann hätte ich jetzt noch... Hätte ich jetzt noch 85 Marken über... So, brauche ich irgendeins von den Teilen? Ja, was ist denn da los? Ah ja, schon mal, das wäre sogar schon mal besser. Da muss ich dann bloß nochmal irgendwann drüber transmoggen, tatsächlich. So, okay. Also, Hexe haben wir auch. Wie viel haben wir denn vom Stoffset? Nicht so viel, ne? Ja, das Stoffset, das wird wahrscheinlich eher schwierig. Das wird eher eine schwierige Nummer. Aber ich habe ja noch den Magier und den Priester. Vielleicht, naja, ein, zwei Teile kriegen wir bestimmt noch. Aber komplett voll gibt es es leider nicht. Aber naja, das war ja absehbar tatsächlich. So, ich habe jetzt hier noch einen Schurken an der Hand. Aber der hat halt 828 Punkte. Und ich kann mir kein Thema kaufen. Und ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, mit dem extra noch irgendwie die Eroberungspunkte zu farmen. Wisst ihr, was wir mit dem machen? Der kriegt jetzt irgendwas Nutzloses, wo ich ein lowes Item habe, dass er zumindest ein bisschen gegiert ist, ne? Hier, komm, der hat laue Handgelenke, der kriegt jetzt einfach irgendwelche Handgelenke und gut ist. Ich habe jetzt alle Items durchgeguckt, die kosten halt genau mal einen Ticken mehr, ne, die ich noch brauchen könnte. Das war jetzt vielleicht ein Ticken eine Fehlplanung tatsächlich. Den Rest werde ich wahrscheinlich eh dann einfach mit dem Main kaufen. Der hat auch noch ein paar Punkte über, aber mit dem muss ich halt noch ein bisschen warten. Denn ich muss halt erstmal noch schauen, was ich sinnig für Arena-Gear brauche und dann müssen wir weiter gucken. So, dann haben wir noch den Priester hier. Der hat auch nochmal 1700. Dann können wir mal gucken, was wir damit noch kaufen können. Ich könnte... Zeigt mir jetzt das an, dass ich das collected habe, aber auch nicht. Egal. Dann kaufen wir uns eventuell hier die Brust, oder? Weil die Brust haben wir schon relativ hoch. Die bräuchte ich auch noch. Dann kaufe ich mir vielleicht lieber die Hose. Da auch noch ein Gain durch, geartechnisch. Und dann habe ich jetzt noch 900 irgendwas Punkte. Dann könnte ich mir jetzt noch ein großes Teil kaufen. Dann kaufe ich mir doch noch die Brust hier dazu. Keine Ahnung, was mit Stats besser ist. Wenn ich mal im Warmode unterwegs bin, ist das andere besser. Hauen wir das einfach rein. Gut, okay. Dann haben wir jetzt noch den Magier. Ich weiß nicht, ob ich das Set noch voll kriege. Jawohl, ich bräuchte noch den Kopf und die Schulter. Ich weiß nicht, wie viel hat der Magier an Punkten? 1500. Das wird nicht ganz reichen. Naja, schade. Egal. Hauptsache so viele Teile mitgenommen, wie geht, ne? Das ist das grundlegende Ziel. So, Dollar. Magier haben wir auch am Start.
Jetzt schauen wir nochmal rein hier. Können. Also, wie gesagt, den Kopf und die Schultern. Aber beides wird leider nicht reichen. Dann holen wir uns jetzt einmal den Kopf. Obwohl, ich bin Vollidiot, ne? Mathe 6, das geht halt genau auf, ne? Alles klar, die Schultern gehen auch auf. Die werden auch noch angezogen. Perfekt. Dann haben wir sogar das Stoffset fertig. Ja, nice. Weiß ich nicht. Irgendwie dachte ich, dass das nicht aufgeht, ne? Gut, perfekt. Dann haben wir jetzt noch den Shami. Dann sind wir eigentlich durch. Sudala, mit dem Shami habe ich jetzt nur 700 Punkte. Ich muss mal gucken, ob wir uns überhaupt noch was kaufen können. Denn ich habe ja, ich glaube, das ganze Kettengear schon gekauft gehabt. Genau, Kette hatte ich alles gekauft gehabt. Und die Dings habe ich auch schon alle, die Umhänge, ne? Ich könnte mir jetzt hier noch die andere Schild kaufen für 400. Oder eine Waffe. Ne, die kosten alle mehr, ne? Ja, es bleibt mir nur das Schild. Ja, gut. Besser als nix. Kaufen wir ein Schild. Okay, okay. Dann sind wir eigentlich soweit mit allem durch. Das Schild macht keinen Sinn bei einem Enhancer tatsächlich, auch wenn ich nur eine Kackwaffe habe. Und dann können wir mal auf den Main gehen und schauen, wie es jetzt aussieht insgesamt im PvP-Bereich, ne? Wie viele Items jetzt raus sind. Wir hatten ja da noch einiges offen, aber da müsste jetzt doch das ein oder andere noch rausgeflogen sein. Gut, jetzt sind wir mit allem durch. Ich habe mir ja hier das extra am Anfang einmal abgespeichert, wie viel wir noch offen hatten. Wir hatten offen 35.907, also 78,61. Und wenn ich jetzt einmal rein switch, dann sind es noch 34.998, also wir sind unter die 35.000 Marke gerutscht und sind jetzt auf über 79%. War jetzt tatsächlich nicht so ein großer Sprung, liegt aber daran, wir hatten diesmal keine Tokens, wo wir ewig viele Rezepte, oder naja, nicht Rezepte, ewig viele Transmog-Items gekriegt haben, sondern wir haben alle Items einzeln gekauft und die Sachen, die ich jetzt über Eroberungspunkte gekauft habe, waren ja zwar viele Eroberungspunkte, aber eigentlich auch nicht viele Items. Ne? Ein paar Rezepte sind noch dabei. Gut, hat jetzt nicht den Riesensprung gebracht, obwohl es ein Haufen Aufwand war tatsächlich. Dann können wir noch einmal reingucken. Und zwar hatte ich mir ja hier einmal das abgespeichert gehabt im Data for Azeroth. Sowohl mit den Rezepten als auch Appearance und den Score. Mit den Rezepten haben wir gehabt 6726 und sind jetzt bei 6758. Also da haben wir ein paar plus gemacht, ein bisschen über 30. Ich hätte jetzt gedacht, dass es mehr sind, wenn ich ehrlich bin. Und dann beim T-Mog waren wir bei 42.986 und sind jetzt bei 43.323. Also da haben wir auch ein bisschen über 300, 350 plus gemacht. Und dann beim Score waren wir bei 736.211 und sind jetzt bei 763.928. Also da haben wir jetzt auch nicht so viel plus gemacht, ne? Ein paar hundert Punkte. Aber besser als nichts. Wir haben einen Platz plus gemacht, sind auf Platz 13 jetzt damit. Und ja, damit sind wir am Ende. Jetzt haben wir quasi alle Ehrenabzeichen-Sachen durch und auch die Eroberungspunkte. Ein bisschen was kann ich bei dem Händler da hinten jetzt noch kaufen. Ihr seht, auf dem Main habe ich auch noch 4500 Punkte. Heißt, das restliche Lederzeug werde ich mit dem auf jeden Fall dann noch kaufen. Es ist aber so, ich bin aktuell auch ein bisschen am Arena-Spielen. Ich werde mir eh nochmal ein, zwei Items für mein Arena-Gear kaufen. Und dann für die restlichen Punkte holen wir uns das T-Mog-Zeug noch. Deswegen habe ich da jetzt noch das ein oder andere offen gelassen. Kopf muss ich eh noch austauschen. Und da haben wir jetzt noch einmal den Kopf, zwei Items. Die Brust haben wir hier noch einmal, die ich kaufen müsste. Und das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Gut, also das ist locker im Budget noch drin. Und ja, dann war's das eigentlich mit der kleinen Aufnahme. Die wurde jetzt doch ein bisschen länger, als ich dachte. Ihr seht, wir haben schon zwei, also ich muss jetzt definitiv ins Bettchen. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.